Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dungeons and Dragons Online. Wir befinden uns noch weiterhin im Haus Jorasco und stehen vor dem Patelika Tower Crypt, haben eine Quest von der guten Mera bekommen. Die kann nämlich nicht schlafen, weil so eine komischen Kratzgeräusche und sowas und Gestöhne aus diesem Haus hier kommen. Und wir sollen einmal nachschauen, was da los ist. Und das Ganze machen wir natürlich auf Elite. Sie gerade alle sowieso aktiv haben und nur noch ein paar Minuten haben. A musty scent fills the air. The only obvious exit lies behind you. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, Geister. Eine Truhe. Mal rein luschern. Okay. So, wo geht's Ancient hier hin? texts written in an unknown language line the walls. You see a dust-covered leather-bound book resting on the table. Oh. Quelle des Stöhnens und die Quelle des Kratzens rausfinden. Ah, dann schauen wir mal hier. You hear the gruesome sound of flesh and sinew being torn. Oh oh. Die Särge brennen jetzt. The scratching noises and the dull sound of scraping. One of the iron golems beyond the barrier shifts its weight, and you hear a loud scrape of metal. This is surely an impenetrable magical barrier bars your way. You should explore elsewhere. Okay. Also dieser Golem kippt immer hin und her, und das macht dann dieses Kratzgeräusch. Naja, haben wir das schon mal rausgefunden. Das ist ja jetzt noch nicht so schlimm. You hear the sound of bone scraping on stone. But it is too soft to explain Mira's sleeplessness. Ah. Eisfalle. Gehen wir erstmal hier in Sicherheit. Ach, hier ist ein Hebel. Und ich glaube auch, hier war eine Box. Die sollte man dann doch eher machen, bevor man den Hebel zieht. Hier ist ein Schrein. Flair. Kannst du hin? Flair. Okay. Was ist
Hier, da ist nix. Die Tür ging auch, ne? Ach, hier. Ach, die ist auch zu. Magical wards charged with positive energy line the hall. A bone-chilling wail from behind the door sets your nerves on edge. You have found the source of the wailing, but can you destroy it? Der macht die Geräusche. Ein Geist. Weg mit mir. I'm free, bless you. Oh, gern geschehen. Hätte ich doch gerne befreit. Weiß ich nicht. Hm. Okay. Hier war noch eine Tür. Ist die jetzt auf? Ja. Ah, da ist noch eine Truhe. Und da sind Geister. Na, da konnten wir der guten Mira ja helfen. Relativ kurze Quests, die sind hier auch alle relativ kurz. Dann sagen wir Mira mal kurz Bescheid. Machen wir in der Ecke hier soweit fertig. Wie gesagt, zu der anderen hier, The Enemy Within, kommen wir später noch zurück. Da sind wir noch ein bisschen Low Level im Moment. So. Ich habe hier übrigens die Quest auch abgegeben. Die Haunted Library. Und danach schaltet sich diese frei. Das ist dann The Keeper's Sanctuary. Ne? Das ist dieser Archon. Has recently discovered that ancient scrolls containing rituals used by monks and priests dedicated to the Keeper may still be within the Keeper's Sanctuary and Delara's graveyard. He wants you to obtain these scrolls and return them to him. Das werden wir vielleicht auch schon demnächst angehen. Ich wollte erstmal hier in Haus Jorasco die kleinen Quests machen, bevor wir dann den Friedhof betreten. Passt ja dann auch, wo bald Halloween ist. Und dort findet übrigens auch immer das Marba-Festival statt, auf dem Delara's Graveyard. Immer so zur Halloween-Zeit, wo dann die Untoten einfach auferstehen auf dem Friedhof. Und man sich freischalten kann für einen Kampf gegen einen Draculich. Ja, gar nicht so schlecht. Die Quest, ja, das verstehe ich auch nicht. Die Quest ist hier. Die Quest dazu kriegt man aber ganz am anderen Ende. Totaler Käse. Naja, ja, dann laufen wir einmal durchs Haus Jorasco. Haus Jorasco wurde von den Halblingen gegründet. Und zwar sind das alles so Alchemisten. Und Heiler halt. Deswegen stehen hier auch so viele Halblinge rum. So. Wir lesen uns wieder die Zusammenfassung durch. Dead Predators, die machen wir als nächstes. Acolyte Hester of House Jorasco is worried about a spate of nocturnal disappearance in her area of the ward. She believes the cult pits are not the undead of the last town, but whites dwelling in a much older abandoned crypt beneath the ward. Ja, dann gehen wir da mal rein, ne, in die Dead Holes. Und machen diese Predators fertig. Spielen wir mal ein bisschen Alien. So, dann gehen wir wieder zurück. Zwar hier noch eine, aber das ist, glaube ich, auch für später gewesen. Ja, genau, das ist auch für den Friedhof. Genauso wie da oben noch eine ist. Kommt, nehmen wir die jetzt auch noch schnell mit. Dann haben wir die alle eingesammelt.
können die nachher, wenn wir den Friedhof betreten, in Ruhe machen. Dazu gehört dann nämlich auch die, aber dazu kommt später mehr. Die nehmen wir dann erst an, wenn es soweit ist. Das ist nämlich eine schöne Reihe. Und Delera, so, die Deathshade, zack. From Beyond the Grave ist auch auf dem Friedhof nämlich. Auch eine sehr schöne Quest. Also kurz, aber gut, wie ich finde. Ich mag die zumindest sehr gerne. Dann gehen wir jetzt erstmal Dead Predators rein. Ich kann noch einmal zeigen, hier oben, hier ist so der Garten, schön gepflegt von den Halblingen. Hier oben gibt es nämlich den ersten Raid, hier, bei dieser Chamberlain. Tempest Spine, den werden wir auch so machen, sofern wir so Level 12 sind, werden wir da mal reinschauen. Bin ich mal gespannt, wie wir das alleine hinkriegen. Genauso für ein bisschen später ist die Dreams of Insanity Quest. Die machen wir dann auch so, wenn wir hier in diese Ecke kommen, sag ich mal. Dann gibt es hier oben noch den Xorian Cypher. So. Das wäre dann nämlich auch schon bald fällig. Aber wir machen jetzt erstmal die Dead Predators unter dem Garten, unter dem schönen. Hier ist übrigens der Fred. Fred ist ein Mindflayer. Bei Fred kann man seine Feeds tauschen. Und zwar kann man einen Feed pro Leben sozusagen frei tauschen, indem man auf dem Marktplatz eine Quest macht, Halls of the Mark oder so heißt es. Das hat was mit diesen Drachenmarks zu tun, die man haben kann. Und dann kann man hier nämlich sagen, so, okay, komm, ich habe jetzt hier irgendwie was falsch genommen. Das möchte ich jetzt dann doch nochmal tauschen gegen das. Dann kann ich das jetzt einmal frei machen. Oder aber ich brauche diese Dragon Shards. Da gibt es verschiedene Stufen. Das sind jetzt die Flawed, dann gibt es Imperfect, das gibt Silvery Dragon Shards ganz normal, Exponential und ja, je höher man ist von der Stufe, muss man auch eine höhere dieser Shard haben. Man kann auf dem Marktplatz in den Stone of Change jeweils 100 dieser Sorte in 10 der nächsten Sorte machen. Also, ja. Oder man sagt sich, ach, scheiß drauf. Macht das Ganze über Astralshards, über Echtgeld sozusagen, kann man das auch machen. So, mal gehen wir hier wieder raus und betreten Dead Predators und natürlich auf Elite. Lassen uns einmal Haste geben und auf geht's. As you venture into the forgotten crypt, the stones and the walls seem to whisper your name. In this mirror, Spiegel. You watch in horror as the flesh rots and falls from your face. And then you hear the scraping of cold stone. Hätten wir mal nicht reingeguckt, ne? Mann, Mann, Mann. Das ist ja richtig großartig. Was ist denn das, ey?
Okay, wir resetten nochmal. Irgendwie geht da diese Geheimtür nicht auf. So. Zweiter Versuch. Ich lasse diesmal die Haie links weg. As you venture into the forgotten crypt, you are struck. The stones and the walls seem in this mirror. You watch in horror as the flesh rots and falls from your face. Then you hear the scraping of cold stone. Ah, also jetzt hat's geklappt. Vielleicht weil die Sarkophage zerstört haben, die Haie links, hat er das gebackt oder so. Weiß ich nicht. Stone barrier grinds open. Terrible deeds have stained this pedestal with unforgiven evil. The bloody pedestal groans with remembered agony. Ahead, you hear gurgling laughter. Wer lacht denn hier? Also dieses Hochpassen gibt mir echt auf den Keks, ey. Ja, irgendwas muss ich mir da mal einfallen lassen. Geht gar nicht. Shiver in the dust. Ahead, more victims of the whites lay in pools of gore. The corpses look half white already. Cruelty and hunger assault your mind. Something beyond sanity has turned this chapel into a pulsing heart. Das war's dann auch schon. So schnell kann das gehen, wenn man sich mit uns anlegt. Schauen wir auf der anderen Seite. Da war auch noch irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Of the silver flame stumbles hopelessly through this forgotten room. Ja, der war gut. Aber hier war nur optionales. Und ein Lag irgendwie. So. Hier sind noch welche gespawnt. Recallen wir jetzt raus. Da wir jetzt hier zwei so kurze gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir bald mal die großen an hier. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ach, jetzt können wir da hinten wieder hinlaufen wegen der Belohnung. Na, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Müsst ihr jetzt durch.
kann man mal hier längs laufen. Hier ist nämlich der Auktionator. Da kann ich mir noch ein bisschen das Haus Jurasco zeigen. Hier ist ein kleiner Klimpel im Laden. Kriegt man übrigens auch Medium, hier Collectible Bags und Ingredients Bags. Muss man gar nicht teuer kaufen. Hier ist eine kleine kleiner Laden, wo man hier Schriftrollen und so kaufen kann. Die haben wir ja auch noch. Okay. Hier kann man ins Haus Jurasco reingehen. Denkt man, wow, was kommt jetzt? Aber irgendwie mehr als dieser Raum ist hier nicht zu finden. Vielleicht kommt da irgendwann noch mal was. Im Moment ist da aber nicht mehr drin. Auch hier gibt es ein kleines PvP-Gebiet in der Taverne. Das ist hier. Steht auch einer. Ja gut, der ist Level 28. Was? Nein, da wollen wir nicht kämpfen. So. Gehen wir einmal da, wo es jetzt gleich weitergeht. Oder wisst ihr, was wir machen? Die hier noch eben. Zack. Hier lesen wir ja die Zusammenfassung. Mal dies verklicken. So. Red Willow Ruins machen wir. Zwar war da so eine Erkundungsmission unterwegs mit Archäologen und die haben alle ihre Materialien, die sie brauchen, ihre Untersuchungsdinger haben sie alle verloren. Weil die hier ambushed wurden. And the Valves, he's I have been says journey to the site of Falkers Fail Dick. Ah ja, man soll jetzt gucken, da halt, was man tun kann, ne? Um das wiederzuholen. Das Ganze machen wir auf Elite. Also, ich weiß noch, es gibt hier sehr, sehr viele Named-Möglichkeiten. Patrolling monsters have trampled paths in twisting patterns through the lush jungle. Mhm. Genau, es gibt hier ziemlich viele verschiedene Mobs. Es gibt eine Ecke mit Trollen, es gibt eine Ecke mit Bugbären, eine Ecke mit Goblins, eine Ecke mit Drow. Später kommen dann Riesen noch dazu. Also, hier wird einem ordentlich schon was geboten. Von den XP her auf Level, wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen drüber, ist das Ganze aber schon mit einer Party lohnenswert. Gargoyles sind auch hier. Also hier gibt es wirklich einiges an Mobs, die man halt auch, ne, ich will nochmal dran erinnern, an das Monster Manual gut gebrauchen kann. So, da hinten ist die Truppe, die ihre Sachen verloren haben. 5 haggard looking halflings can be spied through the thick jungle foliage. So, Falco ist der Anführer, mit dem reden wir mal. Red Willow spun a clever tale, asking you to recover 4 items. An important missive has been handed over to your party. Somewhere in the jungle a dark emissary awaits. Okay, schauen wir mal. Wir fangen jetzt in dieser Richtung mal an. Hier ist nämlich die Trollecke und der Named ist da. Sehr gut. Brauchen wir da eigentlich noch was? Giant, Troll. Ja. Brauchen wir noch 2 Trolle. Damit wir das komplett fertig haben. Okay. Also 2 Named. Among them is a dark, scaly champion whose eyes turn. Schauen wir mal nach. Müssen es 41 sein? Ja. Gut. So, gucken wir hier mal rein. Und gehen hier rein noch. So optional, aber da gibt es Bugbears und unter anderem auch ein
Bugbear named, der die Möglichkeit hat zu spawnen. A foul stench of bugbear fills your nostrils. It seems you have stumbled into their lair. Ist jetzt auch okay, ne, für den Zeitaufwand. So, gehen wir hier raus. Achso, übrigens, ein so ein Gegenstand haben wir schon eingesammelt. Da, Jada's Necklace. Reeking of rotting meat and roasting flesh, a pack of goblinoids plays with freshly picked. Several camps are strewn throughout the area. Each camp boasts well-armed patrols that scour the area for interlopers. Hier gibt's die Möglichkeit, einen named Skorpion zu spawnen. The sand shifts to reveal a small brood of night scorpions. Leider auch diesmal nicht. So, dann trolls huddle together in the jungle here. Destroy them before they make a meal of you. Ah, der ist da, sehr cool. Haben wir alle. Damit haben wir die Trolle fertig. Das ist sehr angenehm. Ist ja dann doch recht selten, dass man wirklich alles schafft mal. Aber Trolle haben wir schon mal jetzt durch. So. Bugbear and hobgoblin assassins peer hungrily from the dark corners of the jungle. Near invisible tunnels in the soft earth betray the presence of a scorpion nest. Also wie ihr seht, kommt jede Mobart immer krüppchenweise irgendwie auf ein. Hier wieder Skorpione. Nicht erschrecken lassen von den Drow. The hobgoblin camp to the south is far too near our own outpost. We must take care not to. Wait, what was that? Black Bile Eater. Created a small warren ahead. Destroyed. A host of humanoids feasts and chortles loudly nearby. Und noch einer. Na, hier läuft's. Wir schauen einmal bei den Hobgoblins kurz rein. Fehlen uns noch drei named und dann haben wir das auch fertig.
Kommt doch. Ah, hier kam der zweite her. Okay. You have recovered all of the lost items Red Willow described. Return them to the halflings in Red Willow's camp. Ja, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir noch ein bisschen nach Optionalen. Hier spawnt nämlich manchmal ein named Gargoyle. Diesmal aber nicht. Schade. Treten wir hier die Hobgoblin-Festung. Die gehen so schnell runter. Ah, hier war glaube ich auch noch eine Falle und auf jeden Fall hier, ich glaube hier oder in dem anderen Raum noch die Möglichkeit, ein Hobgoblin Name zu spawnen. War da nicht? Dass der hier eigentlich. Ne, war keiner. Habe ich mich hier vertan. Ich glaube, da wäre auch sonst eine Kiste. Schau mal, es kann aber auch dieser Raum gewesen sein. Da unten auf jeden Fall. Da hinten die Kiste ist eine Falle. Fallt da nicht drauf rein. Der einzige Zweck ist euch nämlich, diese Falle zu locken. Die selber ist zu. Oder haben sie da mittlerweile, früher war da nie was drin. Ah, das haben die gefixt. Und dann kommen jetzt Spinnen. Okay. Oh, nicht schlecht. Das war nämlich früher echt ätzend. Als dass man da hindenkt, ja geil, Kiste. Und dann war die Kiste leer. Und außer Falle hat es nichts gebracht. Oh. Bewegen. Okay. Jetzt bewegen. Goblin schief. Auch kein Mehr. Ich glaube, hier war eher der Raum, wo der spawnt. Ja, die Items für Red Willow haben wir jetzt alle schon soweit zusammen. Könnten die nach hinten bringen. Wieder zu ihm. Aber hier gibt es noch ein kleines Drow-Versteck. Das wollen wir uns ja auch nicht entgehen lassen. Das ist nämlich hier. Scuttling feet clatter on stones as a scorpion patrol approaches. Okay.
goblinoid camp awaits you beneath a canopy of jungle. Several bugbears have built a small camp in the shade of the ruined walls. So gut versteckt, dass ich es gar nicht mehr finde. Ach genau, hier ist auf jeden Fall noch die versteckte Kiste. Eigentlich war von der Kiste aus der Eingang auch nicht weit. And bushes have been arranged. As you make your way beyond the brush, you spy two dark-skinned forms rushing toward a larger camp. Und schneller als ihr. Silent and stoic, the dark-skinned men watch as you approach. The one clad in dark green cloth seems to be the leader. Kexan to Korcha whispers a dark prayer as he steals himself for battle. So, das war der Draw. Oh, nehmt, Alter. Nehmen wir mal mit. Is cleansed from this area of the jungle. Oh, dann schreien wir einmal. Oh, wie man hält. Und wir laufen zurück. Zu Red Willow. So, jetzt muss ich jedem seine Sachen geben.
return the items to their caretakers. Inform Red Willow of your success. Red Willow has opened a gate that leads to the culprit behind this invasion. A hill giant named Torkgon. Ja, dann mal los. Red Willow's gateway deposits you into the center of a long overgrown ruin. Something here is not right. Riesen hier am Anfang um, da ist der Schrein zumindest einmal clear. Fortified and guarded, you have found your way to the giant leader's stronghold. You will need cunning to defeat this. Mal schön nach und nach runterlocken und dann erst auf den Boss. Goblin tribe is shattered. Damit sind die Red Willow Ruins auch Geschichte. Ja, nochmal gucken. Fehlte der uns noch? Achso, bei den Hügelriesen sind wir auch fertig. Oh, da haben wir Giant komplett fertig. Das ist ja gut. Wir brauchen wir nur noch ein paar Killen. Naja, ein paar mehr. Wir haben 413 und brauchen 3500. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber zumindest das wollen wir als erstes haben. Ja, aber selbst dafür müssen wir noch 4000 killen. 7000. Alter. So viel Backbier, das gibt es ja gar nicht im ganzen Spiel. So, ja. Gerne geschehen. Zack. Ja. Das soll es in dieser Folge auch erstmal wieder gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, sofern ihr wollt. Ich hoffe es. Bis dahin, euer Tito.